Wir könnten auch mal da drüben gucken. Irgendwas sagt mir, dass da hinten vielleicht ein bisschen ein besserer Preis kommt. Wir haben für 7 gekauft, also wir können locker bis 14 verkaufen. Und wir werden nicht arm, also... Ah, bloß nicht dem Hayo hier hinterher. Wir wollen ja nicht hier gleich... Ah, da hinten ist Unira sogar. Vielleicht ist es sogar noch immer so teuer. Wir haben für 7 gekauft, ne? Dann müssen wir das jetzt für 14 hoffentlich. 13, 14 wäre schon mega krass für Getreide. Hat nicht so eine krasse Marge, aber man muss halt immer gucken, was man dann verkauft. 11. Ja, das geht besser. Probieren wir es da hinten. Fast wieder 9000. Und wir haben halt einfach noch einen Laster voll mit Zeug. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir keinen Platz hätten. Oh, nur 6. Okay, das ist natürlich krass. Haben wir hier noch was auf dem Weg? Mycea, komm. Ab, wir gucken mal. Wobei die hier auch schon Weizen... Ne, Baumwolle. Baumwolle haben sie. Wir könnten Glück haben. So, was haben wir in Mycea? Abfahrt. Ne. Aber sie haben Lastenpferde und Maultiere. Was ist schneller? Gleich schnell. Wir kaufen mal wieder welche. Weil wir es ja können. Und dann gucken wir... Ja, okay, gut. Getreide, ja. Abfahrt. Lohnt sich nicht. Dann nach Amprella. Ja, das Problem ist halt, wir werden halt langsamer. So, ja gut, jetzt sind wir hier. Wir sind halt mit Herde unterwegs. Und das macht's halt nicht einfacher für uns. Also wir haben echt viele Pferde dabei. Das ist so. Und wir werden sehr viel transportieren und ich werde dafür sorgen, dass wir so stinkereich werden an einigen Tagen. In einigen Momenten, dass dann richtig abgeht. Also Amprella. Irgendwas zum Mitnehmen. Oder sonstiges. Fisch ist teuer. Hartholz. In Danustica für 26. Ja, das könnten wir in Highkant verkaufen vielleicht. Machen wir mal hier kleine Investment-Sache. Wir haben das schon recht teuer gekauft, aber ihr wisst ja, manchmal muss man ein bisschen... Muss man gucken, wie man das macht, ne? 2,9 Geschwindigkeit, heidenei. Wir sind lahm wie sonst was, aber dafür werden wir so viel mittragen. Wir machen gute Geschäfte hoffentlich gleich. Also als allererstes sind wir hier schön die Händler. Natürlich dann später mit besseren Einheiten, die uns dann beschützen und so, aber... Was haben wir denn? Ja gut, Getreide, Flachs ist halt hier auch nicht so... Syronea. Ja, tatsächlich in dieser Stadt hier war es anscheinend mal sehr teuer. Gut, das war jetzt nicht so das Ding, was wir haben wollten. Ich meine, es geht ja nicht kaputt, das Zeug, ne? Oh, fuck. Ja, gut. Wir sind zu langsam, wir werden eh wieder eingeholt. Ach du Scheiße. Das hat uns jetzt zweimal getroffen. Footman! Mountain Archers! Follow me! Okay, sollen mir lieber folgen. Wir treffen die schon irgendwie.
werden einige Leute verlieren, aber so ist das halt. Gut, dass wir hier um den Hügel kämpfen. Das könnte uns echt gut helfen. Plünderer, oh nein, ein Plünderer hat einen Stammeskrieger platt gemacht. Oh je. Leute, dreht euch um, wir müssen irgendwie versuchen, die Leute da umzunieten. Ich habe zu wenig Schaden verursacht. Nein! Niemand klaut mir meine Sachen, Alter. Oh nein. Die werden sich jetzt voll auf mich konzentrieren. Die haben einfach... Oh boy, ich bin alleine, ne? Tja, das wird ein langer Kampf, wenn ich es überhaupt schaffe. Meine Güte, es kommt halt keiner zu Hilfe. Jeder Einzelne, den es trifft, den... Alter, ich kann so wenige nur töten. Das ist echt mies und ich komme halt nur in so einer Affenparade, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, also beim nächsten Mal merke ich lieber 20 gut ausgebildete Leute dabei haben. Oder halt einfach direkt in den Kampf gehen. Ich meine, was können die? Wir haben ja so viele schon getötet. Das war mein Schild. Alter, shit. Ich muss halt echt, ich kann halt höchstens einen zwischendrin umnieten, so. Irgendwann wird's halt auch vorbei sein, so, ne? Oder irgendwann werden sie fliehen oder so, ich weiß es nicht. Wenn überhaupt sowas passieren. Noch einen getroffen. Ich bin ein angesehener Händler. Hallo? Alter, die haben mich gut getroffen gerade. Mit den scheiß Steinen. Die meisten, die sind halt echt schon close to the edge und trotzdem kriege ich die nicht. Aua. Ich war zu waghalsig gerade. Ich war zu motiviert. Lieber sicher gehen. Schutz. Zermürbungstaktik hier. Würden da nur ein paar Leute mitmachen. Ach, nicht getroffen. Also echt schon die Nase rümpfen. Ach, noch ein Treffer. Nee, der ist nicht tot, leider. Schön, abgewehrt. Nicht getroffen. Die werfen halt echt mit Steinen so. Ah, Mist. Und neue Konzentration.
Treffer. Den hat's instant weggehauen. Man muss halt auch mega aufpassen. Nochmal ein Kopftreffer. Irgendwann fangen sie an zu fliehen. Noch ein Treffer. Jawollo. Es werden immer weniger. Ich bin alleine für diese Karawane zuständig. Glaub mal. Schade, dass man als Mercenary nicht so viel verdient. Also irgendwie so auf Dauer. Au. Sie müssen echt mal fliehen. Okay. Wir reiten weiter. Das ist echt anstrengend auf Dauer. Alter. Nee, das schaffe ich nicht. Das ganze Essen und das ganze Zeug wird einfach weg sein. Aber wir werden nicht... Alter, was? Der hat mich am Kopf getroffen? Ne, Brust. Wo mein Schild oben war? Jetzt bin ich aber auch down. Ich habe halt geschafft, 14 Leute zu töten, aber... Alleine ist das echt hart. Die haben aber... Ich habe so viele getötet wie die gemeinsam. Die haben halt echt alles genommen, gell? Außer Getreide. Oh Mann! Ich war halt not well prepared, würde ich mal sagen. Ja, komm, Abfahrt. Nein, lass mich in Ruhe. Verpisst euch. Okay. Ich brauche Truppen, dringend. Ich werde die jetzt tatsächlich auf normale Fußsoldaten umschulen, damit wir auch wirklich Leute haben, die, naja, wo es halt auch mal besser läuft. Also, wenn da was passieren sollte und dass wir halt auch mal voll ausgebildete Einheiten haben, weil das mit den Pferden ist zwar geil, aber die können danach kommen. Oder vielleicht machen wir 5 Pferde oder so und dann den Rest, weißt du, so. Hier gab es Pferde. Achso, jetzt Maultiere und sowas. So, wir bekommen 304 dafür, sehr schön. Handel. Lastpferde da. Die kosten halt auch einiges, aber. Jetzt können wir sie uns ja leisten. Irgendwas, was wir verkaufen können? Nein. So. Das war jetzt aber richtig. Das war. Schon eine kleine Bitch-Aktion von denen. Ich würde die gerne wiederfinden, aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Hm. Gut, wir verdienen jetzt unser Geld nochmal, also Abfahrt. Es lief gerade so gut, ich war zu gierig vielleicht oder so, keine Ahnung. Würden das Dieb-Plünderer sein, ich würde sie mir direkt holen. Aber sowas weiß man halt nicht. 293. Guti. Handeln. Abfahrt. Getreide. Sehr günstig. Nehmen wir mit. Versuchen wir irgendwo zu verscherbeln. Wir kaufen sie für 8. Ja, fast. Wir können uns das auch gar nicht leisten. So viel, aber... Wir kaufen sie von 9 anscheinend. 8. Jetzt sind es 8. Für 8. Wenn es jetzt für 12 ist, verkaufe ich sie für 12. Bei so einer Menge ist das schon okay. Ist das echt okay. Ach du Scheiße. Ja, das Problem ist, die sind dann halt auch irgendwann gierig, ne, die Leute. Ja.
Oh, ist auf der ist aus der Gefangenschaft entkommen, sehr schön. Okay. Einmal Abfahrt nach MyCap. Wenn ich hier gut verkaufen kann für 10. Ah. Nee, nicht so ganz. Ich finde, das ist zu wenig. Da hinten ist doch noch eine Festung von uns, ne? Also noch eine Stadt. Dann gehen wir mal dahin. Wir sind halt Arschlahm. Was willst du machen? Für den Anfang ist es halt leider so. Okay, sehr gut. Ist jemand, den ich nicht mag, aber der nichts von mir will. Mal schauen. Kann ich die aufbessern schon? Ja. Wir machen die erstmal außer 5. Die 5, die werden dann zu anderen Soldaten. Aber ich brauche halt gute Soldaten, einfach deswegen, weil wenn wir halt angegriffen werden, will ich halt eine Truppe haben, die versucht zumindestens, ja, also dass die halt auch wirklich lange durchhalten und lange durchkämpfen und viele mitnehmen, weil das war eben echt so, ja gut, muss auch zugeben, ich habe auch viele geopfert. Das war halt ein bisschen dumm meinerseits. Oh, Getreide nur für 4? Ja gut, wer so viel Getreide hat. Wir könnten nach Highkant und das hier verkaufen. Ich meine, ich könnte noch ein paar Tiere holen. So. Und dann tatsächlich unter alles nochmal ein bisschen Flachs holen. Ne, weil Flachs ist hier mega günstig. Und Flachs kann an den richtigen Orten richtig viel Geld bringen. Highkant war es doch, ne? Dann einfach nach Highkant, würde ich sagen. Mit dem, was wir da haben. Wir sind halt jetzt mega lahm, weil wir natürlich voll beladen sind. Oder wir versuchen es in Ochtongard. Probieren wir es mal erstmal dort. Von der Glut der Flamme. Schöner Name übrigens für... Oh nein, oh nein. Fußsoldaten wieder. Die können dann auch wirklich zur Speerinfanterie werden und am Ende zum Kusaid Speerwerfer. Die sind auch ganz gut. Hm. Jetzt reiten wir so ganz still über die durch die Steppe. Ja, so ist das halt. Wir sind aber gleich da. Vielleicht kriegen wir ein Ortongard, das ist richtig gut verscherbelt. Das Problem ist halt immer bei sowas. Oh, Flachs kann ich hier sehr gut verkaufen. Abfahrt. So. Das machen wir. Ich habe nur geguckt. Kann man hier irgendwas kaufen? Irgendwie auffüllen quasi. Hartholz kostet hier fast nichts. Dann füllen wir mit Hartholz auf. Den Preis ist auch super günstig. Abfahrt. Aber das Getreide will ich loswerden. Vielleicht unten Markup oder so. Vielleicht markiere ich mir die Städte, die es hier so gibt. Aralkat. Da und sehr das. Mit denen will ich eigentlich. Wobei, vielleicht die in der Nähe. Onyra. So, das sind so die, mit denen ich gerade handeln. Mit denen es sinnvoll ist zu handeln. Sehr gut. Neue Truppen. Ich
versuch's mal hier in Markep. Irgendwie kriegen wir's hin. Irgendwie kriegen wir's hin. Das hat jetzt ein bisschen weh getan, aber wir kriegen das alles hin. Das kriegen wir alles hin. Und beim nächsten Mal, wenn wir 50 Leute gegen uns haben, die Looter sind, dann gehen wir einfach voll in die Schlacht rein, weil wir haben ja gesehen, ich selbst habe halt einfach nur 17 Leute ausgeschaltet. Und wenn die 10 mitnehmen und ich den Rest, dann so, okay. Wie sieht's mit Hartholz aus? Ja, Hartholz ist nichts wert. Aber das hier dafür. Es sollte eher über 10 sein, wenn ich ehrlich bin. Könnten auch in... Ja, Tyrol ist aber weit weg. Aber vielleicht Amprela oder so. Ich meine, schlimmstenfalls verwenden wir es halt, ne? Aber irgendwie müssen wir das probieren. Also, Hartholz hat hier nichts gebracht. Hartholz könnte da hinten vielleicht was bringen. Und ja. 3003, also... Ich hoffe, dass wir da ein paar Cent mehr haben. Tja. Jetzt ist das Spiel so ruhig geworden. Vielleicht sind wir ein bisschen vernünftiger geworden in dieser Welt. Verluste machen, gefühlt. Na, dann machen wir noch mit Zier. Wie sieht's hier aus? Oh ja. Neue Speerträger. Ja, dieser Speerinfanterie, das ist halt echt wichtig, dass wir die so hochleveln. Am besten würde ich eigentlich hier gucken, ob wir noch andere Leute bekommen. Oh, die könnten uns jetzt angreifen vielleicht. Ne, machen sie nicht. Zu viele Leute. Oleg hat das Turnier in Omor gewonnen. Ich fühle mich auch persönlich für so Turniere noch zu schwach. Aber ich habe gehört, man kann die Leute hier auch irgendwie austricksen, indem man die ganze Zeit um sie rumläuft oder so. Weiß ich nicht. Ich finde das immer so mies, aber auf der anderen Seite... Ja. Ich spiele schon nämlich länger mit den Gedanken, mal ein Turnier einfach mitzumachen. In der Hoffnung, dass man gewinnt. Und dann gut was an, ja... Preisgeld mal mitnimmt und man auf sich selbst wetten kann und sowas. Also ja, das wäre schon eine nice Sache eigentlich. Ja, das müssen wir uns überlegen. Was sagt denn mein Tang? Oh, Hartholz. Oh, das Hartholz, das... Oh, 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 oh. Das bringt ordentlich Geld. Ja, wir drehen um. Hartholz, ja, Getreide nicht, okay. Nee. Nö, nö, nö. Pferde. Maultiere. 117 Maultiere. Okay. Sattelpferde. Die sind halt ein bisschen freudiger beim Laufen. Aber eigentlich bräuchten wir halt... Ja. Wir bräuchten halt richtige Pferde. Sowas wie... Was ist das? Rosanisch. Bin schon gewundert. Sowas hier. Das sind halt ein bisschen bessere Pferde, was das angeht. Schneller als die hier allemal, ne? Wobei, das wären auch die anderen, die Sattelpferde. Vielleicht investieren wir das darin. Sind ein bisschen flotter unterwegs, ne? Ja, guck mal. 2-3 schon mal. Ich würde direkt nach Onyra oder nach diesem anderen hier. Apropos. Pferde. Haben wir 5 Stammeskrieger. Schadet nicht. Ja, da muss man halt immer gucken, ne? Also wir haben 2,2 Geschwindigkeit. Wir haben die Herde halt. Wir haben Kavallerie. Schwierigkeit des Spiels. Gut, Wald sind wir jetzt gerade gut. Das sind wir bei 3 eigentlich. Berittene Fußtruppen halt, ne? Die Herde zieht halt mega viel ab. Aber wir wollen halt möglichst viel Geld machen. Das ist halt so der Punkt.
Wie sieht's denn aus? Ja, das Getreide. Nee, du. Nee. Lohnt sich nicht. Dann Abfahrt. Ah. Die beiden können wir auch mal rein bedenken in unsere wertvolle Arbeit. Ja, wir haben fast das ganze Essen, glaube ich, aufgebraucht demnächst. Also, wenn wir so weitermachen. Wird nicht besser. Ich würde es gerne mal irgendwann, wie gesagt, für 10 würde ich es jetzt auch... Ah, guck mal, perfekt. Abfahrt. Moment, warte mal. Ne, wobei, wir machen so. Und dann schieben wir uns noch das zu und dann haben wir das geschafft. Und Fisch ist teuer. Hacken sind teuer. Ja, gut. Abfahrt. Sind wir hoffentlich ein bisschen schneller schon mal. Nach der Nustica, komm. Wir haben 7430. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde auch gucken, dass wir da drüben dann jetzt auch mehr Pferde, also mehr Kavallerie zusammenrufen können. Kavallerie bringt ja auch ein bisschen was, ne? Ist ja ein eigener Punkt. Kavallerie und dann... Berittene Fuß... Fußsoldaten. Soldatenfuße. Elf, nee. Oh, aber Lehm ist günstig. Könnten wir in Syronea gut verkaufen. Ja. Was mit Salz? Ist auch billiger in Syronea. Zwei Sachen direkt für dort. Syronea ist da vorne. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Müssten wir schaffen. Ich hoffe, es wird noch immer günstig sein, aber ja. Und wenn wir in Syronea sind, hoffentlich haben wir dann mal endlich wieder 10.000 Öcken. Und dann müssten wir auch mal gucken, dass wir irgendwann mal wirklich teure Gegenstände dann finden, die wir gut verkaufen können. Aber erstmal würde ich überhaupt gerne mal damit aufleveln, mit all dem, was wir da machen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch so einen richtigen Clou gibt, wo man dann halt Sachen verkauft und das dann halt exorbitant teuer ist, ne? Oh, guck mal, Salz. Boah. Und Lehm auch. Das hat ordentlich nochmal Zaster reingebracht. Ja, ansonsten haben wir hier nichts. Abfahrt. 6. Guck mal, wir sind fast schon wieder Level Up. Wo wir gerade bei Level Up sind, was bekommen wir denn als nächsten Perk? Der nächste Perk wäre, deine Gruppe kann 30% mehr Gewicht tragen. Und dann dein Shop hat 20% weniger. Also dann würde ich tatsächlich Karawanen aus. Weniger Versorgungskosten. Ja, da würde ich den Karawanenmeister machen. Sammeln Handelsgerüchte. Dann Karawanen. Oh ja, dann wird es nochmal spannend. Durch gelöste Händlerprobleme. Jeder Karawaner, der eine Stadt betritt, generiert 20 Goldeinkommen. Beziehungsgewinn durch gelöste Probleme mit Handwerkern. Jede Dorfbewohnergruppe, die dann eine Stadt betritt, generiert. Okay, krass. Goodie. Okay, krass. Hier. Rekrutierung von kleinen Fraktionen in deinen Clan ist 20% günstiger. Okay, krass, was ist das hier? Du kannst Tauschgeschäfte mit Siedlungen handeln. Du kannst jetzt bei Tauschgeschäften mit Siedlungen handeln. Krass, okay. Was das auch immer bedeutet. Also was das hier fürs Spiel bedeutet. Ne? Dann gehen wir da nochmal hoch. Da-da-da.